Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer kleinen Alpenfarm auf der Map Erlengrad. Mit dabei sind heute der Alois alias Falk, der Sepp alias Kolke, der Marv alias Marv und Kevin alias Mathis. Hallo. Geil. Hallo. Der Alois alias Falk, okay. Oh. Nett, wir tauschen dann heute mal die Sorry, Rollen, ne? Das war ja wieder sehr gekonnt, nämlich falsch rum. Alois alias Kolke und Sepp alias Falk. Ja. So. Ja, gut. So sieht's aus. Ja. So. Wir waren hier oben stehen geblieben, wenn ich mich nicht irre. Wollte ich hier den Landtruck kaufen bei euch, ne? Ja, genau. Wir haben das ja getestet und das hat ja soweit alles ganz gut funktioniert mit dem kleineren Mähwerk vorne dran. Und, genau. Und mit dem Laden hinten und ja, bestellen wir. Eindeutig. Bestellen Jawohl. Wir so und ja, ich hoffe, dass wir machen Expresslieferung. Die Dinger sind vorrätig, also müsste der morgen eigentlich bei uns sein und ja. Gedrosselt wolltest du ihn ja nicht haben, damit der Kevin ihn fahren darf. Du wolltest ihn ja ganz normal haben. Genau. Ganz, ja, als normale Maschine. Genau so sieht's aus. So machen wir das. Dann würde ich sagen, könnt ihr uns den denn nochmal hier oben lassen? Dann kann der Kevin nämlich auch ein bisschen hinten die Vita mähen. Ja. Das machen wir. Werk, das wäre optimal. Das wäre perfekt. Die Silowalze ist ja bestellt, ne? Die Silowalze ist auch bestellt, genau. Super. Kalk kommt der Kevin dann gleich auch abholen. Und dann würde ich mich nämlich jetzt auf den Weg machen zum Feld ansehen. Jo. Ja? Gut, das heißt, den muss ja dann einer von euch runterfahren. Ja, ja. Genau, ich nehme ich nehme den Mähtruck mit und. Ja, dann fahre ich mit Marv. Genau, die anderen Marvin, zwei. Marvin, komm mal hin, ja. Jo. Guck mal, das Ding muss aber mal aufhören zu schwenken. Wollte ich gerade auch machen, aber du hast geschrien. Hä? Großschreib Y. Ach ja. Ja, warum geht das nicht? Mach mal. Schön. So. Und in die richtigen Channel nicht vergessen. So. Jo. Ach, ja, moin. Wer hat denn hier den Schwader abgehangen? So. Sepp? Was ist los? Irgendeiner hat hier heute Nacht den Schwader abgehangen. Nein. Böse Lausebuben. Ja, ich wollte losfahren und Schwader ab. Deine Stimme aus dem Mikrofon geht jetzt ins Gleichgewicht, wenn du ein bisschen lauter bist. Was ist das? Weltuntergangsmusik? Bei Falk war Weltuntergangsmusik. Was, bei mir? Ja. Wow, Alter, ich hab ein Problem. Ich hab mein Problem. Hast du Glück gehabt. Marvin, hast du gesehen? Beinahe wäre mal ja. In der Promo gewesen. Boah, die Schwanke. Weil ich wegen der blöden Musik gehört hab. Von mir kommt eine Musik? Eigentlich nicht. Doch, gerade kam Musik bei dir. Ja moin, ich sehe gerade, wenn ich auf Funken drücke, dann geht mein Schwader hinten an. Boah, also Tastenbelegung ist echt hier so eine Sache für sich. Ja, okay. Oh. Ich mich, wo das durch bei mir die Musik kam. War das, wie ich den Hof gewechselt habe? Kann eigentlich nicht Sinn, ne? Wechsel mal kurz auf eine andere Ecke und dann wird er hier in den Hof. Schau mal, ob sich was rührt. Ach! Elias! Danke!
Das war ein Host von Elias. Ach, der bei dir ankam von der Musik? Ja, genau. Ich habe schon gedacht, ich hätte irgendwie ein Problem. Ja, ich habe das jetzt gar nicht gesehen gehabt. Ich habe mein Dashboard hier auch nicht auf, deswegen sehe ich das auch gar nicht. Ja, ich habe auch neue Gifts drin. Aber ist egal jetzt. Ja. Also Elias. Ist da beim Händler schon was angekommen? Elias, vielen Dank. erstmal steht da... Wenn er die Bestellung richtig abgeschickt hat, müsste ja jetzt ja Lieferung bald eintreffen. Erstmal steht da noch ein Schneidwerk für uns, das hole ich erst. Das von uns, ja. Ich bring mal den Drescher mit. Wenn nicht, müssen wir dann mal anrufen. So. So. Wow. Alle Entdeckung. Den hänge ich jetzt erstmal ab. Ja, Michel, was liegt an? Sonnenblumen ernten. Ja. Dann müssen die Zuckerrüben noch zu Ende geerntet werden. Ja, okay. Oh, das würde ich machen. Ja, dann die Zuckerrüben. Ja, steht da oben Zuckerrüben ernten, da steht da irgendwo auf dem Feld. Genau. Und dann müssen wir ja Felder bearbeiten, ne? Ja. Düngen, grubbern, keine Ahnung. Welchen Feld ist da? Das war mal eine Wiese. Die hat Falk umgegrubbert. Hier oben drüber, wenn die Räte über 21. Wenn den Hang hoch ist. Das ist da, wo das letzte Mal, eigentlich wo das letzte Mal Heu gemacht hat. Ach dort, ja, sehr schön. Ja? Ach, wer kommt denn da? Hallo. Hallo. Ich soll dir das Kalk holen, was ich letztes Mal bestellt hatte. Ah ja. Die 39.000, die drei Fuhren. Ja, dann fahren wir jetzt runter und aufs Silo wieder, wie das letzte Mal. Geil, noch mal das GPS an. Ah gut. Kann ich dir nicht sagen, ob er GPS hat, aber eigentlich... Ja, ja, nee, wie es schon nochmal anging. weiß ich nicht. Ich weiß es gerade nicht mehr. Scheiße. Boah, der geht schön... Steuerung links S, kann das sein? Alles klar, bis gleich. Bis gleich. Nee. Jo. Jo, ich kenne da ist ein Aluis am Säen. Los uns mal dann Gruppe an. Normal, ne? Nimm mal. Ja. Ja, keinen Tiefen. Nö. Ja, außer hier steht jetzt gleich im Geflügt werden, das weiß ich nicht. Ja, ich nehme den. Ich nehme einen kleinen Tiefen. Den. Moment, da der hinten dran zu hängen und quer geht. Okay. Die Meter nur. Also die 14 muss nicht gepflügt werden.
Aber da, wo der Herr Vogtländer am Ernten ist, da, wo die Zuckerrüben waren, da muss gepflügt werden. Ja. Muss mal gucken, wie viel Bässe noch brauchen, weil dann würde ich nämlich den 130 Bässe schaffen. Das probiere ich. Mach mal ein Schätzchen da. Ach, nee, mal gucken, ob das klappt. Ja, C. Ah, bestimmt. Komm, deiner Nachbar, Junge zur Hilfe, der will da weitermachen. Okay. Das mit dem funktioniert. Das Ding passt gar nicht, der ist hier dran. Da haben Fehler gemacht. Ach da, oh Mann, ja, ist gut. Habt ihr da irgendwo eine Miete oder wollt ihr das klar abbauen? Ich weiß nicht, wie die jetzt gemacht haben. Ich glaube, haben die gleich mit dem LKW gleich abgefahren. Mhm. Und die LKWs stehen da am Mais-Silo bei uns. Dann müssen wir mal überlegen, was dann auf das Feld drauf soll, was wir als nächstes brauchen noch. Ja. Frage. Ich weiß nicht, ob wir irgendwie noch was für unsere Schafe brauchen. Die nächste Fuhre Kalk geholt. Ja, ist okay. Okay. Tschüss. Oh, tschüss. Ach, hochliebe das Mobilfunknetz, ne? Wenn das nicht wäre und der Funk. Ich muss mal bei mir den Klingelton überprüfen, da stimmt was nicht mit. Warum? Was stimmt mit deinem Telefon nicht? Klingelton ging nicht irgendwie. War lautlos. Jo. Oh. Das kann auch passieren. Ja. Weil ich das ja manuell angelegt habe, das Feld, will ich mal gucken, ob das Nachbarsmädel ist hier gerade am Fahren. Mal gucken, ob das mit der klappt.
Ach, wieso? Meinst du, die kann das nicht? Oh, ich bleibe erstmal noch einen Moment und ich bleibe auch mit sitzen, dann schauen wir mal. Kommt gut zurecht. Kann ich mich noch bei Marvin abfahren? Oh. Können Sie mich da vorne runterlassen? Ja, also kurzzeitige Aushilfskräfte sind doch immer gut. Jo. Netzensi. So. Wollen wir hier mal eben querfeld einlaufen und uns was zum Abfahren holen. Und uns mal was zum Abfahren. Wieso funktioniert mein Mikro jetzt nicht? Ja. Hallo? Aha, jetzt. Was haben wir da für eine Hängergröße? Großauflieger oder den anderen Tandem? Ich hab ja was gekauft, alles gut. Ja, ich weiß ja nicht, was du für eine Größe haben möchtest als Anhänger, oder? Oder so. So, mir rote Nummern außer Halle mitnehmen hier. Zap, 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 zap. So, da auch rote Nummern dran. So. Jetzt sind wir mal einen von unseren neuen Gebrauchtfahrzeugen, nehme ich mal mit. Dass die mal ein bisschen bewegt werden hier, die Gebrauch, unsere neuen Gebrauchten. Ah ja. Hier den Kram benehmen, aber das funktioniert nicht. Ich würde mal nehmen, wegen der Hängerhöhe bei dem Rückenabladen. Achso, das kannst du mit dem Auflieger nicht. Die Bordwände, die sind zu hoch, habe ich nämlich das letzte Mal schon probiert. Ah, gut, dass mir das nochmal eingefallen ist. Ja, das ist besser. Ich weiß gar nicht, können wir bei den Krone-Kippern, gibt es die noch mit einer Bordwanderhöhung? Boah, das wäre natürlich noch schöner. Ja. Ja, gibt's mit 13 Tonnen, das ist gut. Dann mache ich da nochmal eben eine Erhöhung drauf hier. Hallo? 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 Voila, was geht jetzt? Hallo? 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 Ah, Sepp, Michel, seid ihr zusammen gerade unterwegs? Nein, über Funk hörte mich. Ja. Sepp, was ist los bei dir? Du rennst ja hier wie so eine Hummel gestochen rum. Alles gut, ich will einen Schlepper holen. Lass gerade die Zenzi das Feld weiter fertig machen. Zenzi? Wer ist denn Zenzi? Die kenne ja, ich ja noch gar nicht. Das ist ihr Mädel aus dem Ort, das hilft uns ab und zu mal. Ah, okay. Ja, dann alles klar, dann weiß ich Bescheid. Opa, was war das denn jetzt? Kevin, wo willst du denn hin? Ich gar nicht, ich hole die letzte Fuhre Kalk. Ja, alles klar, ist okay. Ich dachte, du wolltest mit mir mal mitfahren und wolltest mal Trecker fahren lernen. Großen. Ja, darf er später machen. Ja. Ja. So, okay, dann wünsche ich euch was bis dahin, ne? Tschüss. Jo. 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 So.
So, ich habe jetzt mal die Bordwanderhöhung auf den Krone drauf gemacht. Ja. Das willst du machen für das, was du abmachst, auch mal, ne? Ja, ich nehme den mit für, fürs Dingsfahren, ne? Fürs Abfahren von, sag schnell, Sonnenblumen. Ja, gut, alles klar. Ich bin mit dem anderen Gutmann, bin ich hier beim Römerbleiben. Jo, alles klar. Aber, ihr habt's gelesen. Ende. Die erste Folge ist schon wieder rum. Ich bedanke mich fürs dabei gewesen sein, fürs Zugucken. Und wir sehen uns am... Was haben wir denn heute? Mittwoch am Donnerstag wieder. Jawohl. Bis dahin. Tschüssi. Bis dann. Ciao.